Bună ziua und herzlich willkommen zurück zu Moland Rumänisch mit Duolingo. Und es sieht so aus, als hätten wir es fast geschafft, mit dem Stärken wieder auf dem neuesten Stand zu sein, sodass wir was Neues anfangen können. Denn hier anscheinend gibt es nur noch eine Sache zu stärken, bevor es dann weitergeht und wir die letzten Fähigkeiten machen können. Ja gut, das wird sich alles so ein bisschen hinziehen, befürchte ich langsam, aber wir sind kurz davor, den Rest gestärkt zu haben, wenn ich jetzt keine Pause einlege danach, das vorausgesetzt, dann, also mit Pause meine ich jetzt an diesem Tag, an dem ich die Aufnahme mache, nichts mehr machen, dann könnte sich wieder einiges anstauen. Aber ich freue mich erstmal, dass das Letzte ist und dann fangen wir mal an mit Transport. Harta, aceasta, este internationale, würde ich mal sagen. Sieht nämlich weiblich aus und das ist auch weiblich. Diese Karte, Karte heißt das, alles klar, ist international. Dieser Zug hat keine... Hier. Ist die Frage. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Oprire heißt. Aber ich nehme mal Oprirele, das... Nehme ich einfach mal. War falsch. Oprire. Okay. Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke vielleicht irgendein Plural, aber ich habe keinen sonstigen Plural gefunden. Es heißt... Haltestelle. Ja gut, das muss man halt auch erstmal wissen, ne? Dann ergibt das viel mehr Sinn. Valizele bune sunt scumpe. Valizele? Obala? Valizele bune sunt scumpe. Bune sunt scumpe. Das heißt, gute Koffer. Valise ist auch das französische Wort für Koffer. Deswegen würde ich mal sagen, das heißt Koffer. Gute Koffer sind teuer. Ja, oder die guten Koffer sind teuer. Valiza mea este sub scaun. Valiza mea este sub scaun. Habe ich das richtig gehört? Valiza mea este sub scaun. Das dürfte dann heißen, mein Koffer ist unter dem Stuhl, oder? Genau, das heißt es auch. Aeroportul este plin de avioane. Aeroportul este plin... Nochmal bitte. Aeroportul este plin de avioane. De avioane. So, oder? Aeroportul este plin de avioane. Das klingt richtig. Dann würde ich mal sagen, das heißt, der Flughafen ist voller Flugzeuge. Plenus ist lateinisch und heißt voll. Also plin in dem Fall. Und deswegen passt es ganz gut zusammen. Turistul are o valiză. Turistul oder was? Turistul are o valiză. Are o valiză? Turistul are o valiză. Der Tourist hat einen Koffer? Turistul are o valiză. Jawohl. Acela este aeroportul nostru. Das oder jenes ist unser Flughafen. That, voilà, that is our airport. Genau. Ich denke mal, das Wort Aeroportul für der Flughafen erklärt sich von selbst. Wegen Airport und so. Lufthafen sind die einzelnen Bestandteile. Das klingt auch schön. Ich meine, man sagt ja auf Deutsch Flughafen, also ist es ja eigentlich ein... Naja, ist schon ein bisschen was anderes, aber... Ja, ähnlich. Die Flüge... Der Fluggesellschaft sind lang. Ich würde mal sagen, Sborg ist, zählt das zweite als richtig? Ich hätte jetzt gesagt nein, weil da steht ja the flights, also die Flüge, oder? Genau, ist nur eins richtig. Weil das nur das untere auch bestimmt ist. Also die Flüge der Fluggesellschaft sind lang. Harta aceasta este internațională.
Harta Chasta Jeste Internationale, das hatten wir vorhin. Das heißt, Harta war harter, 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 harter. Warum habe ich es denn jetzt schon wieder vergessen? Das kann doch nicht sein. Die Karte. Diese Karte ist international. This map is international. Das klingt ja so ähnlich wie Karte. Harter. Harte Karte. Harte Karte. Naja, ist das schon ziemlich nah. International. Harte Karte. Klingt irgendwie witzig. Naja. Acest tren nu ar opri aici. Dieser Zug hat keinen Halt hier. Hat keine Haltestelle oder wie auch immer. This train does not have a stop here. Valizele bune sunt scumpe. Valizele bune sunt scumpe. Gute oder die guten Koffer sind teuer. The good suitcases, also Anzugschachteln, wenn ich das jetzt das Wort Suitcase richtig übersetze, wörtlich, also Wortbestandteil für Bestandteil, irgendwie witzig, aber gut. Suitcases are expensive. Bla. Valiza mea este sub scaun. Mein Koffer ist unter dem Stuhl. Also wörtlich, der Koffer meiner ist unter Stuhl. My suitcase, voilà, suitcase is under the chair. Turistul are o valiză. Turistul are o valiză. Der Tourist hat einen Koffer. Oder wörtlich, Tourist, der hat, also gut, oder der Tourist, sagen wir mal so, also wer schon öfter zugeschaut hat, der hat vielleicht schon mitbekommen, dass die Artikel, die bestimmten Artikel immer hinten dran gehängt werden an das Wort. Also der Tourist oder Tourist, der hat einen Koffer. Also ziemlich wörtlich eigentlich. Muss ich gar nicht umschreiben eigentlich. Na gut. The tourist has a suitcase. Aeroportul este plin de avioane. Der Flughafen ist voller Flugzeuge. Oder wörtlich, Flughafen der ist voll von Flugzeugen. The airport is full of planes. Der Halt kommt in kurzer Zeit. Oprirea vine in scurtimp. Also Halt der oder der Halt kommt in kurzer Zeit. Oder in Kurzzeit, na egal. Jedenfalls passt es. Und die anderen nicht. Die Geschwindigkeit der Boardings. Wie übersetzt man Boardings? Das ist ja doch das. Boardings ist doch das. Ist doch das Betreten des Flugzeugs oder sowas, ne? Das nennt man doch Boarding. Die Geschwindigkeit. Vitessa. Okay, passt eigentlich ganz ziemlich gut, das Wort. Vitesse. Vielleicht kennt ja jemand, keine Ahnung. Gab es da nicht in den Niederlanden einen Verein, Vitesse Arnheim oder sowas? Naja. Oder was war das? Ich glaube, das war so. Imbarcarilor. Das ist also der Genitiv, Plural von Imbarca. Weiß ich gerade nicht genau. Aber Barkerilor heißt es. Okay. Vitesa. Barkerilor jeste bun. Ne, oder buna. Jeste buna. Asi. Jawohl, das passt. Sehr schön. Die Flugzeuge fliegen vom Flughafen. Das übersetze ich mit, ich schreibe mal Avionelle, die Flugzeuge heißt es hoffentlich. Fliegen, das war doch irgendwas mit Sbor oder sowas. Ich schaue mal gerade nach. Sbore, ich war nah dran.
Also der Wortstamm war schon mal der richtige. Sporo. Jetzt ist die Frage. Ich schreibe mal din aeroportul. Schau ich mal, ob das geht. Das aero... Natürlich. Das... Natürlich. Ich habe ja schon so oft gesagt, dass da kein bestimmter Artikel dran kommt, wenn da bei dem Wort nichts dabei steht, hinter einer Präposition. Grrr. Grrr. Da mache ich den Fehler schon wieder. Echipajele pleacă pe mare mâine. Also es wäre richtig, wenn zum Beispiel da steht, wenn von unserem Flughafen, dann wäre es din aeroportul nostru. Aber wenn es nicht unserer ist, sondern einfach nur vom Flughafen, dann schreibt man din aeroport und nicht ul. Und das sollte ich mal ja mir merken. Echipajele pleacă pe mare mâine. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Ich kenne kaum ein Wort von denen. Equipagele. Ah, Equipe. Wie französische Wort, das französische Wort für Mannschaft. Equipe. Die Crew. Das passt ziemlich gut. Was heißt Plärke? Plärke. Leave for the... Ah, Mare ist das Meer. Alles klar. Verlassen. Oder legen ab. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man das mit ablegen übersetzen. Wie halt ein Schiff das ablegt. Und meine ist morgen. Okay. Und the cruise. Dann übersetze ich das so, wie das da stand. Leave for the sea tomorrow. Also die Cruise, die Mannschaften legen morgen ab. So. Das hatten wir vorhin. Embarcarile for the flight of tomorrow are at gate 5. Ich schreibe mal pentru, heißt glaube ich für, pentru zbor. Pentru zbor. Mâine? Vielleicht? Sunt? La? Jetzt Gate 5. La Porta Cinci. Jetzt die Frage, ob das richtig ist, was ich hier geschrieben habe. Und es geht nicht durch. Zborul de mine. Also, es reicht nicht, wenn ich einfach nur sage, für den Flug morgen, sondern für den Flug von morgen soll ich schreiben. Na gut. Ich hätte es zwar auch so durchgehen lassen, weil das ja eigentlich sonst nichts anderes heißt. Hätte ich jetzt gesagt, aber naja, okay. Vielleicht ist da doch ein Unterschied, der mir nur nicht aufgefallen ist. So, Boarding. Ist das Boarding? Ich weiß kein deutsches Wort dafür. Ist das Boarding kurz? Barker. Ich glaube, das ist sogar schon alles. In der Form, in der ich das gerade brauche, oder? Nee. Barkarul vielleicht. Das Boarding. Jeste. Skurt. Oder? Obla. Skurt. Es ist weiblich, das Wort. Okay, das wusste ich nicht. Imbarcarea. Cara. Jeste skurte. Okay, dieser Zug hat keinen Stopp hier. So, kein Halt hier. So, die Flugzeuge fliegen vom Flughafen. Das hatten wir vorhin. Avionele. Sbore. Din Aeroport. Genau, habe ich den Fehler wieder korrigiert von vorhin. Die Boardings für den Flug von morgen sind an Gate 5. Wie sagt man Gate?
Gate, was ist das deutsche Wort für Gate? Ich würde es ja gerne komplett auf Deutsch sagen. Aber mir fallen die Wörter teilweise nicht ein. Ich weiß, was sie auf Englisch bedeuten, aber mir fällt das deutsche Wort dazu nicht ein. Ach, naja. Umbarkerile pentru zborul de mine, so war das, ne? Sunt la, hoppala, la porta cinci. Also heißt es wörtlich, die Boardings für den Flug, oder für der Flug, den Flug, für den Flug, die Boardings für den Flug von morgen sind an Gate 5. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was Gate auf Deutsch heißt. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Obwohl ich weiß, dass es ist. Und es ist richtig. Sehr schön. Ist das Boarding kurz? Barcara war das ja. Jeste Skurte. Fragezeichen. Genau. Es ist weiblich. Barcara. Jeste Skurte. Gut. Damit wäre das auch wieder geschafft. Und das ist jetzt möglicherweise das letzte gewesen, bevor eine neue Fähigkeit von uns angefangen wird. Oder von mir, je nachdem, wie man das formulieren will. Naja. Im Endeffekt sitz ich ja hier, ne? Okay, gut. Damit wäre das auch geschafft. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. La revedere. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum